Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen vom Geek Talk, guten Morgen am heiligen Dreikönigstag. Ich habe heute für euch wieder einige Tech-News vorbereitet, 11 in der Zahl. Größtenteils drehen sie sich wieder um Neuerungen von der CES aus Las Vegas. Wir beginnen mit AT&T. Die haben bekannt gegeben, dass sie bereits dieses Jahr das 1 Gigabit 5G-Netzwerk ausrollen wollen. Der 5G-Standard selbst ist eigentlich noch nicht gespeckt, das heißt eigentlich wäre immer noch in der Abstimmung. Dennoch hat sich AT&T dazu entschieden, diesen Standard bereits jetzt einsetzen zu wollen, beziehungsweise die Teile des Standards, die man bereits kennt, da man bereits jetzt auf höhere Übertragungsraten setzen möchte. Der Sprecher von AT&T selbst gibt an, dass seit 2007 unter Einführung des Datennetzes quasi der Traffic quasi um 250.000% gestiegen sei und das in der Zeit sei. Mit dem neuen Standard möchte man jetzt eben 1 Gigabit dieses Jahr bereits ausliefern können. Ein positiver Schritt in Richtung mobilen Datenverkehr. Stichwort Standards, wir kommen zu HDMI. Dort wurde im Rahmen der CES der HDMI Standard 2.1 vorgestellt. Der soll vor allem höhere Datenbandbreiten quasi für das Kabel bringen. Im Endeffekt sollen 8K-Übertragungen möglich sein mit 60 Hz und 4K-Übertragungen mit 120 Hz. Passend dazu gibt es das neue 48G-Kabel, das eine Bandbreite von 48 Gigabit pro Sekunde ermöglichen soll. Zusätzlich gibt es einige Neuerungen rund um das Thema HDR. Im Endeffekt, ja, mehrere verschiedene HDR-Standards, da hat ja jeder Fernsehhersteller mittlerweile leider seinen eigenen, sollen in Zukunft dann auch unterstützt werden und so dargestellt werden können. Ebenfalls im Rahmen des CES hat Asus sein ZenBook 3 Deluxe vorgestellt. Das ZenBook 3 kennen wir bereits, das war ein ja, durchaus potenter MacBook-Gegner, das dann leider erst sehr spät verfügbar war. Jetzt gibt es eben die Deluxe-Variante davon. Ein 14-Zoll-Gerät mit Full-HD-Display, das in ein 13-Zoll-Gehäuse passen soll. Ein Standard bzw. ein Trend, den wir jetzt auf der CES generell öfter sehen, hat nur 1,1 Kilo, 10 Stunden Akkulaufzeit, setzt immerhin auf einen Core i5 oder Core i7, bis zu 16 GB RAM, 2 USB-C-Ports, ja, alles was man möchte, das noch dazu in einem sehr schlanken und sparsamen Gerät. Losgehen soll das Ganze preislich dann bei 1600 Euro, das Gerät soll auch in Deutschland verfügbar sein, wann weiß man allerdings noch nicht. Wie ebenfalls bereits diese Woche ein Trend, der sich abgezeichnet hat. Es gibt wieder ein neues Chromebook, beziehungsweise gleich zwei. Diesmal von Samsung in Kooperation mit Google. Das Chromebook Plus und das Chromebook Pro. Das eine sitzt auf einem ARM-Chip, das andere immerhin auf einem Core M3. Im Endeffekt, ja, Standard-Chromebook aus Aluminium gefertigt, 1 Kilo schwer. Schnittstellentechnisch ist immerhin auch USB-C dabei. Was das Gerät allerdings besonders spannend macht, ist der integrierte Samsung-Stylus. Der soll in dem Gerät auch tadellos funktionieren. Losgehen soll es ab $449 bereits im Februar. Ob die Geräte zu uns in den europäischen Raum kommen, bleibt allerdings fraglich, da Samsung hier noch keine Notebooks oder keine Notebooks mehr eigentlich anbietet, leider. Zu von den Himmel gefallenen Drohnen. GoPro hat ja letztes Jahr die Karma-Drohne veröffentlicht. Diese wurde dann ja leider zurückgerufen. Angeblich hat man 2500 Stück verkauft, was jetzt nicht besonders viel ist. Trotz allem versucht GoPro nochmal mit der Drohne auf den Markt zu kommen. Diesen Februar soll es soweit sein und die Drohne soll wieder werbbar sein und dann eben nicht mehr vom Himmel fallen. Bleibt abzuwarten, wie ja, GoPro diese Drohne überhaupt noch positionieren kann bzw. verkaufen kann. Damals, kurz nach der Vorstellung der Drohne, kam ja dann bereits DJI mit der Mavic auf den Markt und die Karten von GoPro sahen sehr schlecht aus. Das wird sich jetzt nach dem Start wahrscheinlich auch nicht großartig geändert haben. Ein kleiner Ausflug Richtung Smartwatches. Wir beginnen mit einer von Casio. Die Casio VSD F20 ist die erste Uhr, die auf Android Wear 2 setzen wird. Ansonsten, ja, eine sehr stabile Casio-Uhr wieder, die verschiedensten Features integriert. GPS ist dabei, soll wasserfest sein und eben nach Militärstandard Stöße aushalten können. Optisch, ja, bleibt eine Geschmacksfrage. Für Sportler sicherlich durchaus interessant, wenn man auf Android Wear setzen mag. Aber auf jeden Fall die erste Uhr, die auf das neue Android Wear-Betriebssystem setzen wird. Stichwort Smartwatches, Stichwort Samsung, was wir heute auch schon hatten. Die basteln ja schon länger an ihrer eigenen Uhr herum, der S2 und der S3. Die setzen ja auf ein eigenes Betriebssystem, nämlich Tizen. Und da wurde uns ja versprochen, dass das Betriebssystem bald auch nicht nur mit Google-Geräten gehen soll, sondern auch mit iOS-Geräten sich verstehen soll. Offensichtlich ist Samsung immer noch dran an der Idee. Im Zuge des CES hieß es, in wenigen Monaten soll es soweit sein. Im Dezember gab es bereits die erste Beta, jetzt soll eben im Bälde die Gear S2, die Gear S3 und die Gear Fit 2 auch iOS unterstützen, bleibt abzuwarten, wie weit die in dieses System hinein können und wie viele Dinge die dann tatsächlich auch mit iOS gemeinsam können. Auch Nvidia war auf der CES umtriebig. Neben einigen Komponenten, die für selbstfahrende Autos taugen sollen, gibt es auch was im Bereich der Consumer-Elektronik.
Das Nvidia Shield TV, das ich auch selbst einsetze und sehr damit zufrieden bin, wurde überarbeitet. Vor allem wurde es wesentlich schlanker, soll zusätzlich auch 4K HDR-Videos in Zukunft unterstützen. Explizit bei der Pressemeldung hieß es Amazon Videos in dieser Auflösung. Was eine interessante Info ist, weil eigentlich geht Amazon bisher nur über Sideloading. Jetzt offensichtlich kommt es offiziell an Bord. Ansonsten ja, kleine Überarbeitung bei der Fernbedienung und bei dem Game Controller, der dabei liegt. Sonst keine großen Änderungen, eben nur größere Leistung, bessere Bilderstellung. Stichwort Nvidia und Spiele, die auch auf dem Shield TV laufen würden. Nvidia hat einen eigenen Spieledienst quasi, der heißt GeForce Now, mit dem kann man Videospiele vor allem auf die Nvidia-eigenen Geräte streamen. Das ist jetzt vorbei, jetzt gibt es den Dienst auch für PC und Mac. Zumindest startet die Beta jetzt diese Tage. Einziger kleiner Nachteil, der Dienst ist ziemlich teuer. In der Beta kosten 20 Stunden 25 US-Dollar. Ein ziemlich happiger Preis, bleibt abzuwarten, wie es dann bei der echten Vorstellung aussieht und wie hier dann die Preise aussehen. Auf den anderen Geräten ist es ein Abo-Preis generell, der nicht nach Stunden abgerechnet wird. So kann ich auf meinem Shield TV zum Beispiel für 10 Euro im Monat eigentlich relativ hochwertige Spiele spielen. Die sollen jetzt im Rahmen der Veröffentlichung für PC und Mac sogar noch deutlich aufgebaut werden. Zum Abschluss noch zwei kleine News, ebenfalls war auch von der CES. BlackBerry wird wieder ein Smartphone auf den Markt bringen und es wird auch eine physische Tastatur besitzen. Gerade das, was man von BlackBerry sehr so kennt und mag. Es wird aber nicht auf BlackBerry OS setzen, das ja letztes Jahr dann quasi mehr oder minder eingestellt wurde. Heißt, es wird ein Android-Gerät. Bleibt fraglich, ob sich dieses Gerät dann trotz physischer Tastatur tatsächlich durchsetzen kann. Ebenfalls ein Lieblingsthema auf der CES, smarte Kühlschränke. Auch LG hat smarte Kühlschränke im Angebot. Die haben jetzt allerdings ein interessantes Update mehr oder minder bekommen. Die haben von Haus aus quasi den Amazon Echo bzw. eben Alexa integriert und auch Amazon Fresh. Das heißt, LG kooperiert hier mit Amazon, um auch tatsächlich Waren in den Kühlschrank zu bekommen bzw. intelligente Auskünfte oder Rezepte direkt vom Kühlschrank aus mitteilen zu können. Ob die Geräte dann tatsächlich jemals auf den Markt kommen und vor allem noch bei uns, bleibt fraglich. Wie bei so allem auf der CES. Ja, das war meine zweite Woche Geektalk Daily. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Freue mich, euch bald im Geektalk Daily wieder begrüßen zu dürfen. Ab Montag geht's mit dem Martin weiter. Ansonsten, wir hören uns dann wieder in 3 Wochen. Ich wünsche euch einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende. Danke für die Woche und ciao. Hört mehr Geektalk.